Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Das ist doch kein Hotword, das war nur das Taxi obendrauf, das Schild obendrauf. Und, ups, mach ich nochmal. Und, genau, für mich war es gestern Abend auch ein kleiner Cliffhanger, denn ich habe gestern Abend auch aufgehört. Deswegen ist hier jetzt auch wieder eine andere Jahreszeit. Aber das ist ja ganz egal. Ich bin sowieso ganz froh, dass der Schnee mal wieder weg ist. Das passt ja zur jetzigen Zeit. Oh, warte mal. Ups, man muss hier parken. Okay, gut zu wissen. Aber das Taxi geht schon mal ab. Dann bremse ich doch mal schnell ab hier. So. Okay. Du bist da? Oh, das ging ja schnell. Super. Wie war nochmal dein Name? Ach egal, ich rufe den Kunden für dich an. Das Schild sah halt aus wie so ein Lufteinlass für einen Hotword, deswegen... Der erste Eindruck ist entscheidend. Schnell, sauber und freundlich muss es sein. Oh nein, habe ich den Wagen sauber gemacht? Ja doch, ganz sicher. Du fährst ihn zum Festival. Sorge dafür, dass alles reibungslos verläuft. Oh ja. Oh ja. Hey, wie geht's dir? Ich freue mich auf Horizon UK. Ich war ja bei Horizon Australia und das war spitze. Warst du schon mal auf dem Festival? Nicht gesprächig, was? Schon okay. Okay, dann gucken wir doch mal. Wie lang? 3,3 Kilometer. War ich noch nie. Oh. Ich bin erst gestern Abend gelandet, aber ich denke, der Hauptunterschied zwischen Australien und hier ist, wir sind in allem besser. Also ich glaube, dass die... Ich glaube, dass die Lenkung ziemlich früh aufhört. Ist zwar ziemlich direkt, aber hört, glaube ich, früh auf. Das Gute ist, dass das Auto dann aber schon schnell ausschlägt. Das heißt, damit kann man doch was anfangen. Gucken wir doch mal, wie ich mich mit diesem Auto hier schlage. Da vorne kommt eine ganz schöne Kurve. Die werde ich wahrscheinlich so nehmen können, oder? Ja, ein bisschen bremsen musste ich, aber es passt. Oh, ein Kilometer nur noch. Dann gucken wir doch mal. Die Zeit ist aber auch schon ziemlich knapp. Das ist ja riesig. Okay, ich hau mal gesagt, hier rein. Halt dich fest. Rechts abbiegen. Oh. Hoffentlich muss ich nicht packen. Ich muss packen. Okay, geschafft. Meine Güte, wie fix ging das denn? Du bist kein großer Redner, aber ein umso besserer Fahrer. Danke dir. Oh, das war knapp. Man sieht sich bald mal wieder. Das war knapp. Yay, direkt schon mal 3 Sterne. So muss das hier anfangen mit Eichers Taxis. Dann würde ich sagen, machen wir die nächste Taxifahrt. Oh, der Klassiker von Forza Motorsport 2, wo man die ganzen Lackierungen damals drauf gemacht hat. Das waren noch Zeiten. Und ich krieg ein Emote. Okay, das ist Frühling? Frühling würde passen. Ja, nächstes Kapitel. Solo, nächstes Kapitel. Deine erste Fahrt war also erfolgreich? Ja? Natürlich. Oh, das ist doch super, oder nicht? Keine Zeit für Pausen. Der nächste Fahrgast wartet. Ist gleich in der Nähe. Ein Wagen sollte auf dich warten. Los, los, los! Was steht an der Seite? Ich hab dir den Abholort geschickt. Mir ist egal, wie du dahin kommst. Mach es einfach. Always on time. Aha. Okay, 2 Kilometer. Da müssen wir das Ziel abholen. Also auch wieder relativ nah. Gut, die wohnen ja auch mitten im Wald, die Leute, ne? Ist ja klar, dass sie hier ein Taxi brauchen. Oh. Und go. Ah ja. Die Zeit läuft auch ab. Und wieder aufs Gas. Schön. Hier kann ich leider nicht abkürzen, nehme ich mal an. Ah, schön, schön. Bis jetzt alles relativ sauber, bis ich es erwähnt habe. Aber egal. Nichts groß Nennenswertes. So fährt man mit dem Taxi ran. Oh, ups. Gucken wir nochmal zurück. Ich meine, ich war ja sowieso drin. Komm, nochmal. Schade, ich dachte, ich muss hier komplett um die Kurve. Die ist perfekt zum Driften gerade gewesen. Komm, so. Puh, alles klar. Warten, durchatmen. Weiß nicht, ob die Zeit jetzt weiterzählt oder ob es eine neue gibt.
Oh nein, oh nein, nein, nein. Unser nächster Fahrgast ist ein Taxifahrer aus London. Sei einfach schnell und professionell und widersprich ihm auf keinen Fall. Ich habe die Route in deinen Computer eingegeben. Das klappt doch gut. Ich kann sie festlegen, ohne dass wir uns um Straßennamen oder sowas sorgen müssen. Und... Weißt du, zu meiner Nein, Zeit fällt nicht weiter. Taxifahren kein Beruf, sondern Berufung. Heute ist das alles Smartphone hier und Touchscreen da. Hm? Und du mit deinem Navi, bring mich doch mal zum Hype House. Zum was? Geht schnell, meinst du nicht? Also, ich würde das in dem Tempo durch den Londoner Verkehr schaffen. Aber ich bin ja auch geschickt und erfahren, nicht wahr? Das wollen wir doch mal sehen. Tja, siehst du, da hättest du abbiegen müssen. Was sag ich? Dieser technische Schnickschnack ist nichts gegen Wissen und ein gutes Gedächtnis. Uiuiui. Ui, ui. Oh, Moment. Okay, wir sind wohl doch richtig. Ja. Auch Navis können Recht haben. Mehr Recht haben. Dann bleiben wir doch mal auf Vollgas. Das mag ich schon. Netter Motor, viel Platz, bequem. 5-Punkt-Gurte. Nobel. Oh, 1 Kilometer Vollgas. Ja, fast Vollgas. Oh. Ah, da vorne muss ich rein. Und dann bremse ich jetzt mal ab. Ah, krieg ich... Ja, schön. Das dürfte gut gelaufen sein. Ist das das Hype House? Und in dieser Zeit? Waschauer. Das mach ich doch. Tja, war's gar nicht so übel. Wenn Weniger du mal in knapp. London bist, dann mach mir bloß keine Konkurrenz, okay? Weniger knapp als eben, das ist schon mal eine gute Entwicklung. Mal sehen, wie das beim nächsten wird. Ich nehme an, wieder so bei 6, 7 wird es dann wieder schwieriger. Wo ich dann ein paar Versuche mehr brauche. Oh wow. Kaum Blitze ausgelöst hier. Okay, Solo, nächstes Kapitel. Ich fasse es nicht. Unsere letzte Fahrt wurde negativ bewertet. Viel zu schnell und rücksichtslos. Oh, keine Konversation. Null schön Sterne. Oh, was der sich erlaubt. Naja, scheint der Nachfrage aber nicht zu schaden. Junge, Junge. Oh, der ist auf Offroad getuned. Ich wollte die Effizienz verbessern. Oh. Deshalb habe ich auf der Horizon Automesse mit einem jungen Mann namens Jamin geredet. Er wirkte ganz nett. Daher habe ich die Änderung am Wagen vornehmen lassen. Ich weiß nicht welche. Sag mir Bescheid, wenn du einen Unterschied feststellst. Ich merke keinen Unterschied. In 200 Metern links ab. Das ist ja jetzt mehr ein Monster-Truck hier. Links Scheiße. Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das heißt, bremsen. Ein bisschen mehr bremsen. Und hier rein. Das sind wir. Warte einfach so. Hier. Ich schreibe dem Fahrgast. Junge, damit kann man schon über die Felder heizen. Oh nein, der Fahrgast will einen Fahrer, der wie ein Verrückter fährt. Du weißt, wie das geht, oder? Natürlich, das kriegst du. Die Zäune warten nur auf mich. Also, nicht mehr lang. Hey, ich muss zu einem Haus in Derwentwater, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. So. Zufrieden. Oh, das war eine schöne Landung. Oh shit. Du bist nicht der Fahrer mit der schlechten Bewertung, oder? Ich habe gehofft, dich zu kriegen. Ah, zu gut. Schnell, zu abgebrüht und auch noch schweigsam. Perfekt für eine Londonerin. Auf geht's. Yeehaw, woo. Deswegen sind die Reifen hier drauf. Und yeah. Genau auf die Straße gekommen. Ich liebe sowas. Jess, bleiben wir doch mal dran. Ich bin's. Erinnerst du dich an diese alberne Bewertung von Ishas Taxi? Shit. Halt dein Wort fest, ich fahr da dran vorbei. Ich wollte eigentlich... Fahrer hab ich grad. Ja. Hier langweilig. Ui. Ach, komm schon, ernsthaft. Wir versuchen es mal, weil das ich ist doch echt geil, wenn es klappt. Da bei dem Ach, scheiße. Komm, Kamera, Kamera. Tempo. Okay, lass es. Es ist keine gute Idee. Ich gehe nochmal zurück. Ich muss ein bisschen bremsen. Schade, ich habe gehofft, ich kann da einfach durch die Bäume brettern, aber es sind einfach zu viele und dann bin ich auch einfach zu unbändig.
Okay. Gut, ich hätte wahrscheinlich sowieso nicht so viel Zeit gewonnen. Oh, Heilige. Nicht ins Wasser. Okay, ins Wasser. Oh, Scheiße. Ich sehe nicht viel. Ja. Wenn die Steine durch die Gegend fliegen, dann ist, glaube ich, die Fahrerin hier zufrieden. Holen wir doch mal den Zaun hier mit. So. Das ist leicht unübersichtlich hier. Ach ja, komm. Oh Gott. Ach, schade. Da fahre ich aber wirklich dran vorbei. Denn hier kriege ich einfach einen richtig guten Zeitbonus raus. Glaube ich. Ich muss mal gerade ein bisschen auf außen fahren hier. So. Das ist schon ein bisschen... Schade. Ein bisschen anstrengend. Ein bisschen abbremsen. Ein bisschen abbremsen. Oh. Das war gar nicht die Straße. Ich brauchte gar nicht abbremsen richtig. Wobei, das war auch ganz gut. 10 Sekunden. Oh Gott, 10 Sekunden noch. Nein, was? Ach, vielen, vielen schwierig. Dank. Ich wünsche dir ein tolles Festival. So, wir fahren nochmal. 5 Sterne als Bewertung, aber nur, weil es keine 6 gibt. Wieso kriege ich keine 5? Das ist unfair. Ich will 5. Okay, fahren wir nochmal eine Runde. Vielleicht fahre ich ein bisschen mehr außen, weil das ist schon echt, ihr habt es ja gesehen, ist ein bisschen schwierig. Ich muss zu einem Haus in Durban Water, bitte. Der erste Tag und die erste Nacht beim Festival waren klasse. Jetzt wird es Zeit für die Afterparty. So. Okay. Au, oh, du bist nicht der Fahrer mit der schlechten Bewertung, oder? Ich habe gehofft, dich zu kriegen. Zu schnell, zu abgebrüht und auch noch schweigsam. Okay, da habe ich Zeit verloren, das war nicht gut. Auf geht's. Wahrscheinlich habe ich hier eben auch Zeit... Oh Gott, ey, der Wagen lenkt echt schlecht jetzt. Wahrscheinlich habe ich hier auch Zeit verloren. Also hier ist es noch einfacher so zu fahren. Fantastisch. Ich bin eigentlich wegen der Musik zum Horizon gekommen. Und jetzt bin ich sogar bei einem Rennen dabei gewesen. Oh shit. Jess? Ich bin's. Erinnerst du dich an diese alberne Bewertung von ihm? Ich hasse es, durch den Wald zu fahren. Ich hasse es. Das Taxi. Okay. Den Fahrer hab ich grad. Oh. Ja. Ach komm, da komme ich eh nicht durch. Ich hasse sowas. Es wäre schön, wenn die Bäume irgendwie ein bisschen weiter auseinander stehen würden. Ich bin in etwa 10 Sekunden da bei dem Tempo. Einen richtig geilen Sprung durch den Wald machen. Das gelingt halt nur echt extrem selten. Alter, die Lenkung. Okay, ich fahre geradeaus. Das sieht mir richtig aus. Ah, so bin ich eben geflogen. Und deswegen kamen die Steine ins Spiel. So, schön ranhalten. La la la. La la la. Kleine Spazierfahrt. Oh ja. Okay. Gucken, wo die Straße langläuft. Ah, verdammt. Verdammt, diese Lenkung. Kann ich... Ich glaube, ich kreis... Ja, ich fahre genau in den Baum. Ich habe gehofft, dass ich da vielleicht noch ein bisschen lenken kann. Oh. Man ist mal so schnell, dass man an allem vorbeifliegt. Okay. Okay, jetzt aber. Okay, jetzt bin ich auch gut in der Zeit. Jetzt bin ich gut in der Zeit, im Vergleich zu eben. Nein! Okay, easy. Anbremse, geschafft. Junge, Junge. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein tolles Festival. So, ich gebe dir mal 5 Sterne als Bewertung. Aber nur, weil es keine 6 gibt. Gut, gut. Gut, gut. Mal sehen, was das nächste Tuning sein wird. Wieder 6000 Credits. Es wird Zeit, die wieder mal auszugeben für ein schönes Tuning. Und ein Wheelspin habe ich bekommen. Da werde ich auf jeden Fall gleich dann reingucken.
So, dann gucken wir jetzt mal ins Wheelspin. Das war bei Horizon Live Wheelspin. Und einen Dreifachen hatte ich auch noch. Aha. Nee, ernsthaft. Ernsthaft, den habe ich... Den Warthog hatte ich mir doch extra gekauft. Und jetzt... Ach du. Egal. Oh, hier, die machen wir auf jeden Fall mal alle, die ganzen Wheelspins. Das sind legendäre wieder dabei. Oder legendäre Sachen. Oh, schön. Schön. Ein alter Schikanova. Wieder Geld für neue Klassiker. Kriegen wir jetzt? Was kriegen wir jetzt? Ein Audi. Hiernach haben wir dann noch eine. Und was kriegen wir hier auch so? So ein schöner Pickup wäre auch was. Feines. Was wird das letzte sein? Irgendwas Cooles, komm schon. Irgendwas ganz Cooles. Ja gut. Ich meinte einen alten Pickup, aber egal. Neuer ist auch schön. Habe ich? Ja doch, einen Dodge Ram habe ich, ne? Ich glaube, ich habe einen Dodge Ram. Okay, los geht's ins nächste Kapitel. In die nächste Taxifahrt. Und mal sehen, ob wir dieses Mal... So viele vielleicht wieder beim ersten Mal so pünktlich sind. Ich würde ja jemanden einstellen, der mir hier hilft, aber dann hätte ich nur mehr Zeit, wegen anderen Sachen in Panik zu geraten. Always on time. Auch im Regen. Hier ist einer. Ich habe den Abholort bestimmt. Er liegt draußen auf dem Land. In 200 Metern rechts abbiegen. Das passt ja sehr gut zusammen, Regen und Land. Rechts abbiegen. Und schön auf dem Gas bleiben. Bis jetzt fährt er sich ja noch echt ganz gut stabil. Ja, doch. Er fährt sich echt stabil. Und draufbleiben. Ja, da hätte ich sogar ein bisschen mehr draufbleiben können. Da ist wieder das Lied. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon kannte vor Forza Horizon 4. Ich finde es eigentlich irgendwie ganz cool. Okay, und bremsen. Kommt bestimmt so ein... Muss ich mal gucken, ob es da einen Remix von gibt. Das ist doch bestimmt so ein... Oh, ja, okay. Hier ist er nicht so stark. Jetzt doch bestimmt so ein richtiges Remix-Lied. Ah, oh, schade. Mist. Hätte der nicht geschaltet, hätte ich es geschafft. Schade, dann muss ich nochmal weiter zurück. Und ein bisschen außen nehmen. Und Gas geben. Hallöchen, darf ich mal vorbei? Danke. Oh. Ich habe ja genug Zeit. Na, komm schon. Da sind wir. Wo ist jetzt der Fahrgast? Oh, los, mach schnell, bevor es anfängt zu regnen. Tut's doch schon. Ich habe deine optimale Route berechnet und sie an dein Navi geschickt. Es ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug andere Dinge zu tun. Gemütliches Gewitter. Dann Vollgas ins Ziel, würde ich mal sagen. Ich bin klitschnass. 5 Kilometer. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh, bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links? Tolles Wetter heute, sagt sie. Wir sind doch links gar keine Schafe. Okay. Das könnte schon schief gehen. Da hinten sind bestimmt Schafe. Oh, wow, das geht ja schnell runter. Geht schön fix runter. Vor allem hier. Warte, das ist doch die Straße vom... Oh Gott. Ich halte mich mal ran. Das ist doch die Straße hier vom Festival runter, oder nicht? Okay, nee. Keine Chance mehr. Schade. Ich muss ein bisschen mehr Kontrolle behalten dabei. Also direkt weiter runter. Ach nee, komm, wir lassen's. Das fängt schon wieder so an. Wir lassen's besser. Da unten sind die Schafe. Okay, hier bin ich rausgeflogen. Und... Schön an die Grenzen bringen.
Und hier kann ich wieder Vollgas geben. Bisschen runter vom Gas. Oh. Weißt du, was witzig ist? Er hat gut gebremst. Ungefähr 150 Tage im Jahr. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. Ein Versuch hat. Ist es noch wert, oder? Das war knapp, aber. Schade, wenn ich das schaffe, dann kriege ich, glaube ich, richtig viel Zeit dazu. Oh ja. Oh, warte. Das müssen wir nochmal machen. Krass. Ich dachte, ich hätte noch Zeit übrig. Aber nein, ich krieg jetzt gleich sogar nur einen Stern. Das ist krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, hier. Ah, bist du. Raus mit dir. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes, heißes Bad. Danke, du warst meine Rettung. Genieß das Wetter. Das machen wir nochmal. Wenigstens dir macht es Spaß. Komm. Ich will nochmal versuchen. Erneut versuchen. So. Dann machen wir doch jetzt mal hier richtig, Vollgas. Alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? Okay, hier das war die erste Kurve, wo man ein bisschen bremsen musste. Ja. Ein bisschen mit dem Gas spielen. Was ist weiter heute, sagt sie. Wie wär's mit einem Spaziergang im Grünen, sagt sie. Wozu ein Schirm, sagt sie. Und das könnte schon schief gehen. Okay, dann müsste jetzt gleich die Strecke kommen, die Stelle kommen, die vom Festival wegführt. Wenn nicht sogar da vorne. Ich glaube, das ist die hier. Ja, das ist die. Ihr Festival-Leute findet die Messe aber toll, oder? So glatt, dass ihr quer durch die Gegend rutscht. Boah, Junge, Junge. Der lenkt gar nicht mehr. Der rutscht geradeaus weiter. Also, bremsen muss sein hier. So ungern ich das auch tue. Und jetzt nicht hier von der Ideallinie. Das Ohr hauen lassen. Da wo ich herkomme, regnet es ungefähr 150 Tage im Jahr. Und noch mal. Trotzdem jedes Mal überrascht. Warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Wieso mache ich mir den Stress und fahre durch den Wald, wenn ich doch einfach hier über die Felder fahren kann? In 400 Metern rechts abbiegen. Aber guckt euch mal die Zeit an, wie weit die jetzt schon ist. Das ist doch gar nicht machbar, so easy. Route wird neu berechnet. Boah, das war knapp. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ein langes, heißes Bad. Sollen wir das nochmal schnell probieren? Einmal noch. Genieß das Wetter. Wenigstens okay. Dir macht es Spaß. Ich würde sagen, einmal versuchen wir es noch. Wir haben jetzt einen Stern schon mal besser gemacht. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann machen wir das danach, glaube ich. Also im nächsten Part oder eventuell sogar komplett nach diesem Rennen. Alles in Ordnung? Ich bin klitschnass. Danke der Nachfrage. Jetzt bematsche ich dein schönes, sauberes Auto. Oh. Bitte fahr mich einfach heim nach Broadway, ja? Das ist halt schon irgendwie so... Ach ja. So richtig... Das ruft so richtig nach... Hey, fahr einfach querfeldein, scheiß auf die Strecke. Hauptsache, du kommst am Ziel an. Ich glaube, ich kann hier einfach geradeaus durchfahren, oder? Das sieht halt schwer danach aus. Das ist halt wie so ein typisches Punktrennen damals bei Midnight Club LA. Da kannst du auch einfach fahren, wie du wolltest. Und wir sind trotzdem jedes Mal überrascht. Ach komm schon, jetzt dreht er sich. Ich weiß gar nicht, ich zähle die Zeit überhaupt weiter, wenn ich zurückspule. Hallo, ich muss mal hier lang. Okay, jetzt schaffe ich es aber auch. Die sagt halt nur noch links abbiegen. Ja, easy, jetzt haben wir es noch geschafft. Ich gehe jetzt rein, trinke eine Tasse Tee und nehme ja, ein das langes, machst du schon zum Bad. Dritten Mal. Danke. Du gehst aber auf Bahn Rettung. Heute. Genieß das Wetter. Wenigstens dir macht es Spaß. Wissen wir Bescheid, wir haben dann die Taktik. Strecke kennenlernen und dann einfach von A nach B geradeaus durch, egal was kommt. Drei Sterne verdient. Eine erfolgreiche Taxifahrt. Und always on time. Mal sehen, ob wir das Ganze hier auch mit drei Sternen abschließen können, so wie den Drift-Club beim, was war das erste, beim Stuntfahrer war das ja nicht ganz so einfach. Da habe ich die Zeit ja noch nicht gemacht und Level 45 und damit auch noch einen Wheelspin. Dann gucken wir doch mal. Ach, natürlich wieder eine Hupe. Müsste doch bald alle freigeschaltet haben.
So. Es kursiert noch ein Gerücht über ein verlassenes Auto. Aber ich stecke bis zum Hals in der Orga der Frühjahrssaison. Könntest du vielleicht für mich nachsehen? Jetzt nicht. Jetzt sind wir erstmal am Ende einer Folge. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.